Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu The Binding of Isaac Rebirth in der Savior Mod. Und es fehlen immer noch ein paar Challenges. Letztes Mal haben wir die Go Ninja Challenge gemacht, sind wir ein echter Ninja geworden. Und deswegen machen wir heute mal die Knifing Around Challenge. Je nachdem, was diese Challenge uns bietet. Okay. Okay, was? Ach, wie geil. Okay, wir haben den Tiny Planet, wie es aussieht. Deswegen fliegt das Messer so komisch. Dann haben wir drei Sacrificial Daggers um uns rumfliegen. Wie witzig ist das denn, wie das aussieht? Whee! Whee! Okay, was haben wir sonst noch? Wir können fliegen, wir haben... Oh, wir haben keine Leben. Oh, oh. Aber dafür haben wir den... Dieses blaue Kreuz. Wie heißt denn das nochmal? Dieses blaue Kreuz halt, wo wir keine Leben verlieren. Ich habe den Namen davon vergessen, verdammt. Dann haben wir noch hier oben unser Space-Item, ein Einhorn. Ja, ein Einhornhorn. Dann noch ein Damage-Up und ein AP-Up, was uns aber nichts bringt. Und eine Batterie. Okay. Sieht doch gut aus soweit. Hui. Oh Mann. So kann man ja gar nichts hier machen. Aber durch die ganzen Sacrificial Dagger um uns rum. Oh Gott. Ja, die fangen wenigstens ganz viel Damage ab und machen auch sehr viel Damage. Von daher, das passt schon. Wir müssen einfach nur nah an die Gegner rangehen und dürfen dann nicht von den Dingern getroffen werden. Obwohl einmal pro Raum dürfen wir sogar getroffen werden, von daher ist das okay. Holy Mantle. Holy Mantle heißt dieses blaue Kreuz. So, dass mir das nicht eingefallen ist. Unglaublich. Das ist ja richtig blöd damit zu zielen. Oh mein Gott. Egal, wir töten die alle mit unserem Messer. Easy. Müssen wir nur aufpassen, dass wir nicht zu nah an die rangehen. Und das Gute ist, da wir quasi the Lost sind... Kriegen wir, also da wir auch keine Leben haben, kriegen wir dann die ganzen Devil Deeds umsonst. Das ist recht schön. Den besiegen wir mal kurz. Sollte kein Problem sein. Ich muss mal irgendwie herausfinden, wie weit mein Messer so fliegt. Okay. Quasi so eine halbe Strecke. Okay. Nein, da wurden wir getroffen. Oh Gott, wir werden sterben. Oh nein, ich setze das lieber mal ein. So. Yay, blaue Herzen. Wird das jetzt aus... Wir haben vier Sachen jetzt... Oh. Das geht? Man kann vier Sachen auf einmal haben? Okay, das ist interessant. Das hatte ich auch noch nie. Wir haben vier Sachen um uns rumfliegen. Können wir jetzt überhaupt noch getroffen werden? Wir haben, okay, was auch immer. Wir versuchen es mal. Hä, geil. Ich dachte, eine... Wow. Ich dachte, ein Sacrificial Dagger wird jetzt weggemacht oder so. Aber nein. Wir haben einfach beides. Haben wir einfach. Wie cool ist das denn? Okay, haben wir jetzt vier Sachen, die um uns rumfliegen. Da habe ich nicht wirklich was gegen. Bin ich sogar sehr dafür. Die ganzen Sachen fangen ja auch Sachen ab. Also die fangen ja Projektile und sowas ab. Von daher schon recht geil. Dann frage ich mich, was passiert, wenn wir jetzt noch eine Pretty Fly bekommen. Ob die dann auch noch dazu kommt. Oh, da wurden wir einmal schon getroffen. Jetzt werden wir sterben. Scheiße. Nein, das war ja richtig schlecht. Anstatt das einfach... Oh. Anstatt das einfach sicher anzugehen. Nein. Ich sterb lieber. Was auch immer. Oh, wow. Okay, jetzt. Jetzt konzentriere ich mich nicht mehr. Hier. Na, S-Card. Juhu. Beste Karte im Spiel. Da wurden wir wieder getroffen. Ist uns aber egal. Oh, und Damage Up. Okay, Damage Up ist gut. Die anderen Räume lassen wir einfach mal aus. Da es eine Challenge ist, müssen wir sowieso nicht nach goldenen Räumen oder Shop suchen, weil es sie einfach nicht gibt. Wow, in 20 Sekunden einfach mal die erste Ebene geschafft. Auch nicht schlecht. Wir bräuchten Bomben und einen Schlüssel. Jetzt kommen wir hier. Nochmal die S-Card. Yay. Hank-Ramp. Hank-Ramp? Okay, Hank-Ramp. Was auch immer. Die Karte wird schon ihren Sinn haben. Oder so. So, das heißt, wir können hier eigentlich auch reingehen. Solange wir hier nicht getroffen werden drin, kommen wir auch wieder raus, zum Glück. So. Was recht angenehm wäre, wäre vielleicht ein neues Lebensitem, also die Katze. Und irgendwie bringt das Messer nicht wirklich was. Auf jeden Fall nicht, wenn wir es losschießen. Vielleicht, wenn wir da rangehen, dann ja. Aber dafür haben wir dann auch eigentlich unsere Sacrificial Daggers, deswegen eigentlich unnötig. Aber wenn das so komisch fliegt, ne. Das ist blöd. Also mit dem Tiny Planet ist das Messer blöd, merken. Niemals das Messer mit Tiny Planet zusammen aufheben. Sieht zwar witzig aus, aber bringt nicht wirklich was. Oh Gott. Okay, ich setze das, glaube ich, mal ein.
So. Okay, das war wahrscheinlich nicht. Doch, das war gut. Wir haben sehr viel Damage dadurch bekommen, weil unsere Reichweite natürlich übelst hoch ist durch den Tiny Planet. So, springen wir das mal. Okay. Können wir mitnehmen. Was kriegen wir hier? Ja, zumindest ein Gabi-Item. Warum nicht? Aber wir behalten natürlich unser Einhorn. Weil das wird uns wahrscheinlich noch ein paar Mal den Arsch retten. So. Oh Gott. Oha, habe ich mich erschrocken. Okay, alles gut, alles gut. Erschreck dich nicht, Dizzy. Erschreck dich nicht. Das war nur ein Fass, das du selber in die Luft gesprengt hast. Stärke. Okay, Stärke ist natürlich auch nett. Da wurden wir einmal getroffen. Oh Gott. Ich sollte vielleicht nicht so nah an die Gegner rangehen, sobald ich einmal getroffen wurde. Sobald ich einmal getroffen wurde, sollte ich vielleicht wirklich... Okay. Sollte ich vielleicht wirklich mein Space-Item einsetzen und wir kriegen unseren neuen Lebens-Item. Nice. Hä? Zählt nicht mal? Wie? Wir können... Oh Gott, okay. Wir können keine neuen Leben haben. Aber ist zum Glück auch noch gleichzeitig unser zweites Katzen-Item. Von daher ist das dann vielleicht doch recht gut. Der explodiert, glaube ich. Das heißt, ich will nicht so nah an ihn rangehen. Obwohl, wir haben ja einen Treffer umsonst. Das passt schon. Oh, da wurden wir getroffen. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Nicht gegen das Feuer laufen. Oder fliegen, was auch immer. So. Okay. Da muss man echt ein bisschen aufpassen, sobald man einmal getroffen wurde. Vielleicht wäre ein Schild gar nicht mal so schlecht. Also so Polaroid oder so. Dann können wir uns nämlich einmal treffen lassen, kriegen dann diesen Schild und sind dann erstmal für eine Zeit lang unverwundbar. Das ist, glaube ich, auch ganz gut. Also sobald wir Mar besiegt haben, sollte das alles noch einfacher werden. Obwohl ich es jetzt nicht so einfach finde. Wir machen zwar sehr viel Schaden, aber wir müssen natürlich auch aufpassen, dass wir nicht getroffen werden. Also wieder ein einfacherer Lost One. Tja. Hi, Megabau. Bitte nicht wehtun. Stier. Wir würden dann langsamer werden, aber ich nehme es mal trotzdem mit. Einfach aus dem Grund, dass wir dadurch... Und unser drittes Gabi-Item. Perfekt. Da haben wir drei Gabi-Items. Hier ist Gabi. Geil, dann werden wir jetzt auch richtig viele Fliegen produzieren. Taurus habe ich jetzt mitgenommen aus dem Grund, dass es erstens umsonst war. Und obwohl es einen langsamer macht, macht es einen ja auch nach einer Zeit unverwundbar für eine kurze Zeit. Und deswegen ist das schon recht cool. Dann haben wir nämlich quasi zwei Unicorn-Effekte. Und wer das nicht will, wäre dumm. So, da haben wir ihn. Da sind wir ein Taurus. Solange er uns nicht ranzieht, ist alles okay. Der sollte auch recht schnell sterben. Oh Gott, nein! Gut, treue Bombe. Wo sind eigentlich unsere Fliegen? Wieso produzieren wir keine Fliegen? Produzieren wir nur Fliegen, wenn wir mit dem Messer angreifen? Oh, das wäre schlecht. Hä? Da haben wir eine Fliege. Da siehst du mal. Das ist ja blöd. Produzieren wir echt nur Fliegen, wenn wir mit der... Das ist echt doof. Oh, da wurden wir einmal getroffen. Achtung, Achtung. Achtung, Achtung. Oh Gott. Hä? Toll. Okay, dann bringt uns das Gabi-Sein überhaupt nichts. Aber wir sind Gabi. Miau. Mau, mau, mau. Gabi-Sein ist toll. Gabi-Sein ist toll. So, ich glaube, wir wurden noch keinmal getroffen. Das heißt... Okay. Weiß auch immer. Wo können wir denn jetzt mal hin? Wo kann denn sonst der Boss sein? Entweder, ich denke mal, der ist da rechts, aber ich gehe trotzdem mal nach unten. Denn hier ist eine Kiste, das wusste ich natürlich. Gucken wir hier mal rein. Was haben wir hier? Auch nix. Oh Gott. Okay, den Raum mag ich nicht. Ha, ging sogar. Okay, dann sieht das für mich so aus. Nee, doch nicht. Bla bla, hab nix gesagt.
Finde ich aber blöd, dass wir keine Fliegen produzieren. Vor allem bevor unser Messer überhaupt irgendwas trifft, machen unsere Sacrificial Daggers sich schon tot. Das heißt, wir kommen gar nicht mit unserem Messer an die Gegner ran, um irgendwas zu machen. Naja. Und unser viertes Gabi-Item. Yay. Wie viele kriegen wir wohl noch? So machen wir mit dem Gimpy auch. Gimpy bringt uns zwar nichts, aber wir haben's. Nochmal eine Kohle, damit wir noch ein bisschen stärker sind. Oha. Und wir haben einfach 4 Gabi-Items, Leute. 4 Stück. Nice. Nice. Okay, ich glaube, diese Challenge wird sowas von schnell zu Ende gehen. So wie noch nie zuvor. So. Dann, au, nein, 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 nein. Jetzt nicht sterben. Wir sind gerade voll OP. Wehe, du tötest mich. Nix darf mich töten. Ich bin schließlich... wie ist die Challenge? Knifing about. Ich bin schließlich der Knife Master, bin ich. Bin der Knife Master. Der Messerstecher bin ich hier. Der Messerstecher von nebenan. Der freundliche Messerstecher von nebenan. Wow, ich kann nicht mehr reden. Hi. Was geht? So, Pillen. Nein, ich will keine Pille. Oder will ich doch eine Pille? Words of Steel, Speeddown. Speeddown ist blöd. Jetzt haben wir eine Speeddown-Pille. Toll. Werden wir noch langsamer zum Stier. So. Naja, gut. Da können wir sogar reingehen. Oh, wir kriegen noch ein Leben, das wir aber nicht bekommen. Doch, 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 die bekommt man doch, oder? Ich glaube, die bekommt man doch. So war das auch bei The Lost, oder? Man hat nur seine Leben nicht gesehen. Man musste sich das merken, wie viele Leben man hat. So war das, genau. Jetzt habe ich es wieder. Oh Gott, ja, ja, ja. Ich glaube, ich werde hier sterben. Sei denn, ich treffe das irgendwie. Okay, gut. Hier, wieder ein Schlüssel. Wie prall gefüllt diese ganzen Kisten immer sind. Was ist denn los mit den Kisten? Wer packt denn so viel Zeug in Kisten rein? Nope. Und vor allem, warum kriegen wir jetzt so viele Kisten? Achso, wegen Gabby's Tail. Genau. Da ist die Chance auf Kisten ja höher. Und solange wir noch genug Schlüssel haben und auch bekommen, ist das eigentlich sogar recht nett. Dann können wir die sogar nämlich alle öffnen. Weil das ist das Problem mit Gabby's Tail. Sobald man Gabby's Tail hat, aber nicht mehr genug Schlüssel, dann kommen einfach die ganze Zeit goldene Truhen und man kann sie einfach nicht öffnen und ärgert sich dann. Aber in unserem Fall tritt das gerade nicht ein, weil wir noch genug haben. So. Aha. Okay. Ein Engelsraum. Nö. Nö, nö, nö. Alter, wie groß einfach unser Wollknäuel da hinten ist. Oder wie nennt man das? Fellknäuel. Fellknäuel? Fellknäuel. Ist ja Fell. Ja, Fellknäuel. Das ist ein Fellknäuel. Der Fellknäuel wächst übrigens. Oh. Wenn man mit ihm Gegner tötet. Falls das einer von euch noch nicht wusste. Von daher kann man damit dann Gegner besiegen oder wird er mal größer. Aber wenn man die Ebene dann verlässt, guck, da ist er wieder größer geworden, dann wird er wieder kleiner. Aber sonst. Und umso größer der wird, umso mehr Schaden macht er natürlich auch. Oh, okay. Leute, du hast die Schlüssel. Ich glaube, jetzt haben wir erst recht keine Probleme mehr mit unseren Schlüsseln. Können wir auch mal hier reingucken. Was haben wir da? Aha. 3 graue Kisten also, ja? Habe ich mir gedacht. Was haben wir hier Schönes? Nee, komm. Noch einer. Könnt ihr einen grabben, wenn man gerade so unverwundbar ist? Man weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Warum weiß ich das nicht? Hätte ich ja eben mal ausprobieren können. Naja, egal. So. Blum, 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 blum. Blum, blum, blum. Gut. Mutti, wo bist du? Ich sterbe. Ich hoffe, wir haben jetzt ein paar Leben. Ja, gut. Ah, guck mal. Da sind wir sogar Judas. Nicht Judas. Wie heißt der? Wie heißt denn der nochmal? Ich habe vergessen, wie er heißt. Lazarus.
Da sind wir Lazarus 2. Können wir mitnehmen. Was? Wir haben Leben. Wie sollen wir leben? Oh nein, dann hätte ich den Bumpfriend doch niemals mitgenommen. Ah, wir haben Leben. Shit. Warum haben wir plötzlich Leben? Toll, wir sind da so gar nicht so lost. Voll die Verarschung hier. Ich dachte, wir wären so lost, aber sind wir das nicht mal. Was jetzt noch chillig wäre, wäre dieses eine... Dieses Papierding. Dieses Blatt, das uns unverwundbar macht. Dann könnten wir uns einfach hinstellen. Und wenn dann die Gegner an uns rankommen, dann töten... Dann töten unsere Sacrificial Dagger die einfach. So. Dann bringt uns Gimpy ja sogar doch was. Das ist doch toll. Ist mir egal. Ist mir egal. Ist mir egal. Wir kriegen eh ganz viele blaue Herzen. Oh. Da sind wir fast gestorben. Egal. Interessiert ja keinen. Wir können einfach auf die Gegner zulaufen. Wir kriegen so viele Leben wieder dazu. Also ist uns das relativ egal, ob die uns jetzt angreifen oder nicht. Ah, vielleicht jetzt nicht mehr. Oh nein, schon wieder die 2. Warum müssen das 2 sein? Das ist so grässlich. Das ist so... Nein, ich bin runtergegangen. Wollte ich gar nicht. Shit. Nein, Boss war, ich komme wieder zurück. Ich wollte nicht runtergehen. Es tut mir leid. Ich wollte dich nicht verlassen. Oh. Okay, scheinbar sind wir ganz schön schnell. Wenn wir so schnell schon diesen Effekt bekommen. Oha. Echt? Wodurch sind wir denn jetzt schneller geworden? Da, guck mal, wie schnell der kommt. What the fuck? Sind wir echt so schnell? Wir haben gerade mal 3 Speed. Hä? Lädt sich das auf, wenn man Gegner besiegt? Deswegen? Guck mal, wie schnell das kommt. Okay, keine Ahnung. Vielleicht habe ich irgendeinen Speed-Up aufgesammelt. Ich weiß davon nichts, aber egal. Okay. Oh, warte. Das ist gut. So ein Freeze-Effekt ist immer gut. Eines der besten Items, wie ich finde. Überhaupt alles, was irgendwie so einen Status-Effekt macht, ist alles Töfte. Hier, blaues Herz. Jo, danke. Das ist eigentlich so eine Challenge, wo man einfach nur durchläuft. Vor allem, wenn man mehr als ein Leben hat. Also am Anfang ist das noch so The Lost-Style. Aber sobald man ein zweites Leben hat, dann kriegt man einfach echte Leben. Was ist das denn? Schon ein bisschen komisch. So, nochmal ganz viele blaue Herzen dazu. Dankeschön. Ups, ups. Upsala, ups. Easy, easy. So, hi, hi. Ihr seht, was ich meine, mit einfach durchlaufen, oder? Zack, zack. Also wir haben einfach so eine perfekte Kombo, wo wir einfach nur durchlaufen können. Wir müssen einfach gar nichts machen. Einfach laufen. Wir sind einfach faulst. Nochmal Rage Up, warum nicht? War hier nicht noch irgendwo so eine Kiste? Genau. So, der Dark Bomb versorgt uns mit reichlich an blauen Herzen. Das ist auch sehr schön. Also wenn wir das jetzt noch verlieren sollten, woran ich nicht denke, dann wären wir echt schlecht. Dann sollte ich vielleicht
darüber nachdenken, mit Isaac aufzuhören. So. Da schauen wir mal rein. Was haben wir hier? Aha. Das, das. Also hier, ja, ja. Und die Bibel. Die Bibel in der Ebene mit Mutters Herz. Ja, ja. Das hättest du wohl gerne, Bibel, hä? Das hättest du wohl gerne. Mein Schab. Juhu. Hä? Ach, wir sind Jesus. Ja, natürlich. Genau. Wir sind Jesus. Wegen unserem zweiten Leben. Hä? Durch dieses ganze Wayne-Shop fliegt jetzt unser Messer weiter, oder was? Ja. Sieht auf jeden Fall ein bisschen so aus. Boah, das fliegt ja echt... Guck mal. Wow! Das fliegt echt richtig weit. Wir sind der Schlüsselmaster Nummer 1. Nummer 1. Nummer 1. Oh Mann, das ist viel zu einfach. So, das ist doof. Ich finde das blöd, wenn das viel zu einfach ist. Hätten wir nicht so viele Leben und dann noch diesen Taurus-Effekt und alles, dann wäre das auch ein bisschen schwerer, aber so. Nicht wirklich. Und dazu haben wir halt auch noch unser Space-Item. Können einfach überall durchlaufen. Okay, der Raum hat uns wehgetan. Blöder Raum. Ist uns aber egal. Geld, was wollen wir mit Geld? Wir sind nicht so einer, der nur auf Geld aus ist. So, da war eine Kiste, aber ist mir egal. Dann bringen wir das jetzt souverän zu Ende. Und dann sind wir ganz toll. Ich hoffe, wir müssen wenigstens ein bisschen weiter noch gehen. Als es nur Mutti oder nur Isaac. Da hat sie uns drei Leben abgezogen. Und ja, ich habe gesehen, dass da eben schon das Ende war, aber wir gehen jetzt nochmal zum Teufel. Einfach aus Jux und Laune. Einfach, weil wir viel zu stark sind. Bin mal gespannt, wie schnell der jetzt sterben wird. Ja, okay, wahrscheinlich war da eben schon Schluss, weil es halt wirklich schwieriger gewesen wäre, wenn wir nur so lost wären, quasi. Also wenn wir gar keine Leben gehabt hätten, sondern nur... Nur unser Holy Mantle. Aber so wie wir es jetzt halt gerade haben, dass wir halt den Taurus haben, dass wir 9 Leben haben, dass wir überhaupt Leben haben und so. Damit konnte ja keiner rechnen. Aber so ist es halt einfach viel zu einfach. Was haben wir hier? Das Jump-Buch. Wow. Wo ist denn jetzt mal der Teufel? Teufel, wo bist du? Ich vermisse dich, bitte melde dich. Oh, Brother Bobby, hi. So, da bin ich jetzt gespannt. Wir hacken. Wir haben das einfach die ganze Zeit an. Guck mal, das hat gar nicht mehr aufgehört.
5 Milliarden Jahre diesen komischen Effekt. Guck mal, der hält gar nicht mehr auf. Wow. Okay, das war wirklich lang. Wegen der 800. Oh, wir konnten es sogar nochmal einsetzen. Nein, ich habe es nicht eingesetzt. Ich bin so schlecht. Okay. Ja. War aber von auszugehen, dass die Challenge nicht so schwer werden wird, wenn sie schon Knifing Around heißt. Okay, dann würde ich sagen, sind noch drei Challenges vor uns. Nämlich The Plumber? Plumber? Plum? Ist das ein B? Plumber, Dr. Watt und Savior. Die beiden anderen werde ich nicht machen, diese Bumbit, Glitchit und Luck of the Dice, weil die klingen zu langweilig für mich. Jo. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Leute. Ich hoffe, ihr hattet mit dieser Folge Spaß. Würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschalten würdet. Bis zum nächsten Mal und tschüss.